uns hier im Botanischen Garten an der Uni Tübingen im Tropikarium, im tropischen Gewächshaus, bei einer Ausstellungstafel. Und Marian Lechner hat diese Ausstellung konzipiert. Und Marian, wie bist du eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen? Die Grundidee von dieser Ausstellung namens Die Frucht der Arbeit, Pflanzennutzung im Spannungsfeld der Globalisierung, war, dass wir den Effekt von botanischen Gärten nutzen, um einmal eine Ausstellung zu machen, die mehr Information und mehr Inhalt bringt, als jetzt eine simple Tafel, so wie man es im klassischen Sinn kennt. Also ich meine, wir haben im Botanischen Garten das große Potenzial, hier Zehntausende verschiedene Pflanzenarten zu erleben, von denen halt viele den Gartenbesuchern eigentlich völlig unbekannt sind. Es gibt immer ein paar, die kennt man, da sagt man, oh, da ist die Banane, Kaffee, sieht man manchmal noch, Kakao, ja. Das sind eigentlich so gängige Pflanzen, die dann wirklich auch auf unserem Frühstückstisch landen, im Alltag sind. Dann haben wir aber auch viele andere, die nicht so bekannt sind. Hier die Mangrove wurzelt hier runter. Die Station ist auch gerade zur Mangrove. Und es war uns einfach wichtig, dass wir hier alltäglich relevante Pflanzen porträtieren. So alltäglich relevant, dass wir von vielen denken, sie wären schon heimisch. Da kann man jetzt sagen, ja gut, was habe ich jetzt mit einer Mangrove zu tun? Aber die Mangrovenwälder sind eben die wichtigsten Zuchtorte für die Garnelen, die wir halt im Supermarkt so günstig kriegen. Da braucht man halt einfach so ein Umfeld wie in den Mangroven. Das ist eine Mischung aus Süß- und Salzwasser und da hat man die Gegebenheiten dazu. Die Besonderheit ist aber dann nicht allein diese Tafel und nicht allein diese bekannte Pflanze, sondern das Umfeld. Wir haben einfach hier diese Schwüle, Hitze, Feuchtigkeit. Es braucht jede Menge Technik, um mitten in Deutschland hier so einen richtigen Dschungel zu erschaffen. Man hört den Wasserfall im Hintergrund, man hat einfach seine Umgebung. Und in dieser Umgebung jetzt einen Bananenbauern, einen Mangrovenfischer zu porträtieren, den wir, also wir waren in Brasilien, im Rahmen meiner Doktorarbeit habe ich dort dann Interviews gemacht, habe Unterstützung bekommen von der lokalen Naturschutzorganisation. Also es waren viele auch hinten dabei, die geholfen haben. Und die Ausstellung hat jetzt einfach wirklich das Potenzial, über die klassische Tafel hinaus auch ein Umfeld zu bringen und eine Perspektive, die wir sonst nicht erleben können. Ja. Kannst du noch ein bisschen genauer erklären, was ist denn jetzt im Vergleich zu einer normalen Infotafel hier im Garten das Besondere an deinen Tafeln? Die Tafel allein unterscheidet sich auch vom klassischen Konzept, das auch richtigen Einwurf gebracht, der sehr wichtig ist. Wir haben nämlich hier zum einen eine Klappe, die Zusatzinformationen bringt über die Pflanze. Das war uns auch wichtig, dass wir so im klassischen Stil bleiben, wo man sagt, es muss auch Pflanzeninformationen geben. Aber das Besondere ist, wir haben hier eine Drehscheibe, auf der sind verschiedene Meinungen zu dem Thema. Hier dieser Mangrovenfischer hat halt eben das Problem aus seiner Sicht geschildert, dass durch diese Garnelenfarmen ihm die Lebensgrundlage entzogen wird, weil halt immer weniger Fische werden, weil die Mangrove vernichtet wird. Und dann sind hier aber verschiedene Meinungen dazu. Von dem, der sagt jetzt hier Muscheln statt Garnelen. Ja? Wir müssen umsteigen auf Muscheln, weil die filtrieren. Die kann man da reinsetzen, die machen gleich das Wasser sauber. Der andere sagt, na, das muss der Staat verhindern, dass der Luxus die kleinen Fischer schädigt. Und so hatten wir hier verschiedene Perspektiven. Wir haben einfach in München, wo die Ausstellung auch installiert ist, im Botanischen Garten, von den Besuchern auch gesehen, wenn die Drehscheibe betätigen, dann sehen die auch eine kontroversere Perspektive auf diese ganzen Themen. Und ich denke, das zusammen mit diesem Umfeld, mit dieser Pracht hier im Botanischen Garten, das sollten wir mal rumschwenken, das ist das Besondere. Ja, die Ausstellung ist ja hier im Botanischen Garten zu sehen, noch längere Zeit. Und der Botanische Garten ist für Besucherinnen und Besucher jeden Tag im Jahr geöffnet, von etwa 7:30 Uhr morgens bis 5:30 Uhr Nachmittag. Ja, und wer möchte, kann sich deine schönen Tafeln hier im Garten gerne auch selbst mal anschauen. Definitiv einen Ausflug in die Tropen wert.